Ein knackiges High Five in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße Sie auf meinem Kanal. Ja, Freunde! Heute lesen wir uns den Bericht CV Rework 2.0 vor. Durch. So rum. Durch. Ja, kleine Zusammenfassung. Es ist ja dieses Update, das Rework 1.0 erschien und es war eine absolute Katastrophe. Ich glaube, schlechter hätte man das alles nicht machen können. Das muss ich in aller Ehrlichkeit sagen. Und ich verstehe Wargaming auch nicht. Ne? Wir haben ja uns Rework 1.0 durchgelesen gehabt. Und das war ja bevor das Update rauskam. Und ganz ehrlich, Freunde, ne? Also wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ne? Wenn man sich die Änderung durchgelesen hatte, wusste man von Anfang an, ey, Wargaming, ihr übertreibt einfach maßlos. Bedeutet, Wargaming hätte von Anfang an sehen müssen, dass das so einfach nicht funktioniert. Ich will jetzt hier auch überhaupt nicht gegen Wargaming bashen, aber ich muss halt auch irgendwo so ein bisschen meinen Frust und meine Wut auch mal so ein bisschen rauslassen. Wie gesagt, ne, also wer Rework 1.0 gelesen hat und Wargaming hat das ja selber geschrieben, der hätte sofort merken müssen, ey Leute, wir übertreiben hier maßlos. Aber nein, man haut es erst raus, man muss erst den Leuten wirklich, ja, alle auf 300 bringen, damit hier überhaupt irgendwas passiert. Der positive Aspekt ist, Wargaming will jetzt handeln innerhalb von einer Woche. Ganz ehrlich, Freunde, sie müssen auch handeln, weil so viel negatives Feedback innerhalb kürzester Zeit haben sie. Ich glaube, das allerletzte Mal bekommen, wo die Jombard in das Spiel reingekommen ist und auch völlig übertrieben auf ihrer Stufe war. Ne, also sie sind gezwungen, hier zu handeln. Und ich habe mir den Bericht eben mal so ein bisschen durchgelesen, weil es ist nur ein kleiner Bericht. Ich persönlich denke, es wird nicht viel ändern. Warum ich der Meinung bin, werde ich euch natürlich in aller Ruhe erzählen. Gut. Also, lesen wir uns das ganze Zeug mal durch. Das Ministerium für Balancing berichtet, Flugzeugträger 2.0, erstes Update. Ja, ich muss ja sagen, die Abgeordneten von dem Ministerium, die hätte ich ja schon hochkant rausgeschmissen. Aber okay, das ist ein anderes Thema. So, Kapitäne. Die Generalüberholung der Flugzeugträger hatte zwar keinen ganz leichten Start, wir meinen aber, dass sie trotzdem eine gute Grundlage gelegt hat. Ja, das ist so ein Satz, Freunde, da geht's mir schon wieder so ein bisschen an den Puls, ne, weil ganz ehrlich, für mich klingt das so, ja, Verschönerung. Verschönerung von einem Problem, einem massiven Problem und Wargaming scheint auch dieses massive Problem gar nicht richtig zu realisieren, ne, weil ganz ehrlich, man kann nicht schreiben, ganz leichten Start. Es war eine Komplettkatastrophe, ein Komplett-Totalausfall, was die CVs anging, weil die CVs sind nicht nur broken, die sind völlig OP und ja, eine hirnlose Klasse geworden. Man muss überhaupt nichts mehr nachdenken. Man fliegt da mit vollen Staffeln rein, haut die Bomben raus, dann werden die Flugzeuge von der Flak runtergeholt. Die Flaks sind ja teilweise nicht schlecht, aber die Flaks bringen einfach nichts, weil man einfach so schnelle Wartungszeiten hat, dass man sofort wieder eine neue volle Staffel hat. Ne? Also man fliegt einfach hirnlos drauf, schmeißt die Bomben. Und wenn nur eine Staffel angreifen kann, die anderen werden auch noch geholt, scheißegal, weil in meinem Hangar steht sofort wieder alles neu bereit und ich fliege wieder raus und haue wieder alles raus. Also, hier von einem nicht ganz leichten Start zu reden, ist einfach nur absolut lächerlich. Das muss ich in aller Deutlichkeit mal sagen und es macht mich, wie gesagt, innerlich auch ein bisschen sauer. Auch das muss ich ehrlich sagen, weil für mich kommt das so rüber, als würde Wargaming überhaupt nicht realisieren, dass das komplette CV-Rework völlig in die Hose gegangen ist. Klar, es gab auch einen positiven Aspekt. Den einzigen positiven Aspekt von dem CV-Rework fand ich mit der begrenzten Flugzeit, ne, mit dem Benzin, das, was wir jetzt haben, dass wir halt nicht mehr unendlich herumfliegen können. Das finde ich eine tolle Änderung und das hätte ich wahrscheinlich auch als allererstes einfach erstmal so reingebracht und nicht komplett die CVs von jetzt auf gleich geändert. Weil in meinen Augen, Freunde, sind die CVs eine Aufklärungsklasse. Das sind deren Hauptaufgaben gewesen. Jetzt die CVs umzuswitchen, zu einer Damage-Klasse zu machen, ne, wie Kreuzer, Schlachtschiff etc. pp., sehe ich nach wie vor als völlig sinnlos an, weil man nimmt den CVs einfach die Qualitäten weg. Ne, die CVs sind jetzt einfach nur eine Damage-Klasse, die hirnlos rausfliegen, wo man überhaupt
kein bisschen nachdenken muss und einfach nur Schaden farmt. Und das ist in meinen Augen völlig falsch. Aber okay, Wargaming will auf diesem Schuh bleiben, weil Wargaming natürlich möchte, das haben sie auch geschrieben gehabt, sie möchten natürlich den Leuten die CVs schmackhafter machen. Bedeutet im Umkehrschluss, sie möchten eigentlich nur, dass die Casual Gamer auch mit den CVs sofort starten können und sofort Schaden machen können. Das sind natürlich Leute, die intensiv CVs fahren, die sich auch mit den CVs komplett auseinandergesetzt haben. Da komplett alles auseinanderreißen, das ist völlig egal. Ne? Also ich habe jetzt hier schon Runden 400.000, sogar eine 500.000er Runde gesehen. Ich habe schon CVs gesehen mit 5.000 Basis-EP. Das ist alles in Ordnung. Also Leute, mal ganz ehrlich jetzt, ne? Schlechter hätte man das nicht machen können. Also das ist das schlechteste Balancing oder die schlechteste Balancing-Änderung, die Wargaming jemals bei Legends gebracht hat. Also das ist nicht mehr normal. Und wie gesagt, der positive Aspekt ist, dass sie jetzt innerhalb einer Woche handeln. Aber sie mussten auch handeln, weil natürlich die Wut der Community so dermaßen hoch war, dass ihnen einfach nichts anderes übrig geblieben ist. Ne? Lesen wir mal weiter. Ein paar Anpassungen sind allerdings notwendig. Deswegen haben wir kurzfristig eine Reihe ordentlicher Balancing-Änderungen vorgenommen, die am Montag, dem 3. Juni, live gehen werden. Wartungszeiten: Xbox 9 bis 10.30 Uhr, PlayStation 9 bis 10.30 Uhr und der Rest interessiert mich gar nicht. Independence: Sturzbomber, Bomben pro Flugzeug von 3 auf 2 verringert. Sturzbomber: Genauigkeit, Wahrscheinlichkeit, dass eine einzelne Bombe den inneren Kreis trifft, von 50 auf 35% verringert. Saipan: Na gut, gehen wir erstmal auf die Independence. Also die Independence, ja, sie war schon wieder sehr brutal. Es ist aber nicht nur die Independence, die Ranger hätte es genauso treffen müssen. Die hat ja auch 3 Bomben, ne, pro Flugzeug. Und ja, wer natürlich von diesem übelsten CV-Rework massiv profitiert hat, ist genau das, was ich natürlich auch in 1.0 erzählt hatte. Und zwar die Amerikaner. Die Amerikaner sind völlig broken geworden. Es ist egal, ob es die Independence ist, eine Ranger, eine gute Saipan. Die kann man mal ein bisschen hinten anstellen, weil die Lexington einfach auf das Niveau einer Saipan hochgezogen wurde. Noch ein Tickchen drüber. Und deswegen war die Saipan eigentlich ein bisschen, in Anführungszeichen, uninteressanter geworden. Weil die Lexington einfach alles weggeknallt hat. Ne, das muss man einfach ehrlicherweise sagen. Und fand ich, also dass sie die Saipan so gut wie gar nicht angefasst hatten, fand ich gut, weil die Saipan einfach völlig OP die ganze Zeit war. Und das Schlimme ist, dass ja Wargaming selbst zugegeben hat, dass die Saipan OP war, ist, wie auch immer. Ne, sagen wir mal war, weil sie haben ja alle jetzt so hochgezogen, dass die Saipan uninteressant geworden ist. Und ja, der einzige CV, der jetzt hier auch nochmal einen massiven Buff bekommt, ist die Saipan. Also ich kann es nicht nachvollziehen, ich weiß nicht, wer dieses Ministerium für Balancing ist. Ich würde mich in Grund und Boden schämen, bin ich ganz ehrlich. Ich würde mich persönlich in Grund und Boden schämen. Schauen wir mal weiter. Also Bomben pro Flugzeug von 3 auf 2 verringert, das finde ich in Ordnung. Ne, Sturzbombergenauigkeit wird auch wieder verringert, finde ich auch in Ordnung. Wird aber in meinen Augen das grundlegende Problem der CVs einfach nicht beheben. Wir lesen mal weiter und dann sage ich euch, was ich dazu meine. Saipan, Sturzbomber. Bomben pro Flugzeuge von 2 auf 3 erhöht. Sturzbombergenauigkeit, Wahrscheinlichkeit, dass einzelne Bomben den inneren Kreis treffen, von 50 auf 35% verringert. Bombenschaden von 5.500 auf 6.500 erhöht. Brandwahrscheinlichkeit durch Bomben von 45% auf 33% verringert. Also ihr seht schon, die Saipan bekommt hier einfach mal wieder einen Buff. Damit, also Wargaming möchte einfach, dass die Saipan nach wie vor das Glanzstück auf T7 ist, warum auch immer, ich kann es nicht nachvollziehen. Die Saipan ist in meinen Augen einfach ein sehr unfairer CV, schon alleine, weil sie pro Flugzeug 2 Torpedos wirft, die sehr schnell scharf werden. Bedeutet, ihr könnt wirklich mit den Flugzeugen sehr nah an die Gegner ranfliegen, schmeißt dann eure Torpedos, ne, und die Gegner haben keine großen Chancen, da auszuweichen. Also die fressen dann einfach massiven Schaden. Warum man dann so einen Flugzeugträger jetzt nochmal buffen muss, ist in meinen Augen völlig fragwürdig, muss ich ehrlich so sagen. Torpedobomber, Ausgangsgeschwindigkeit von 144 Knoten auf 137 Knoten. Ja, sie werden jetzt ein bisschen langsamer, aber so viel langsamer werden sie jetzt auch nicht. Sind ja nur 7 Knoten. Lexington, Standard-Sturzbomber, Bomben pro Flugzeuge von 4 auf 3 verringert. Sturzbombergenauigkeit von 50 auf 35% verringert. Bombenschaden von 5.500 auf 6.200 erhöht. Brandwahrscheinlichkeit durch Bomben von 25% auf 20% verringert. Verbesserter Sturzbomber, Bomben pro Flugzeuge von 4 auf 3 verringert, Sturzbombergenauigkeit von 50% auf 35% verringert, Bombenschaden von 5.000 auf 5.700 erhöht. Halt, Moment mal, hier stimmt doch was nicht. Standardbomber haben noch nicht mehr Bombenschaden als die verbesserten Sturzbomber. Was ist das für ein Schwachsinn? Und ja,
Also ich glaube, hier haben sie sich einfach, das haben sie verdreht. Also da schreiben sie schon so einen kurzen Bericht hier, ne? Es ist nicht wirklich lang, hier ist schon Feierabend. Und ja, kriegen es noch nicht mal hin, hier die Sachen ordentlich hinzuschreiben. Also wir müssen hier, ich gehe da ganz stark davon aus, dass wir die zwei Sachen ja umswitchen müssen, dass das hier die verbesserten Sturzbomber sind und das eben die Standardbomber. Also, ne? Verbesserte Bomber, Bombenschaden von 5500 auf 6200 erhöht. Verstehe ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Bombenschaden, was war hier? Brandwahrscheinlichkeit von 25% auf 20 verringert. Ausgangsgeschwindigkeit von 138 Knoten auf 134 Knoten verringert. Also, wir verlieren eine Bombe, dafür kriegen wir mehr Bombenschaden. Sehe ich schon mal sehr fragwürdig an, weil die Lexi ist aktuell auf T7 völlig broken. Ne? Die ist völlig broken, genauso wie die Kaga. Und den Bombenschaden zu erhöhen, sehe ich als sehr fragwürdig an. Dass sie ja jetzt eine Bombe pro Flugzeug wegnehmen, ist okay. Dass die Genauigkeit schwächer wird. Aber ihr habt es gesehen, Freunde. Ne? Die Genauigkeit wird schwächer, in Anführungszeichen, wurde ja auch vorher schon schwächer, aber sie hat dafür deutlich mehr Bomben gekriegt. Was dazu führt, dass einfach mehr Bomben, also dass die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Bomben ein Schiff treffen, einfach höher war. Also ich sag mal, diese Sturzbomber-Genauigkeit zu verringern, hat einfach überhaupt nichts gebracht, weil es einfach so viele Bomben waren, die ein Schiff treffen konnten. Ne? Und deswegen sehe ich das jetzt sehr fragwürdig an, nur eine Bombe wegzunehmen und dann hier nochmal ordentlich den Bombenschaden zu erhöhen. Also da wird sich bei der längst hinten im Großen und Ganzen nicht viel ändern. Klar, der Vorteil ist, dadurch, dass sie jetzt eine, Entschuldigung, dadurch, dass sie jetzt eine Bombe weniger hat, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Bomben gleichzeitig treffen, jetzt geringer, aber drei Bomben sind immer noch drei Bomben, ne? Das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Also, ja, also bei der Lexington glaube ich einfach tatsächlich, dass wir nicht sonderlich viel Änderung erwarten dürfen. Also die wird genauso ihren Schaden nach wie vor machen wie vorher auch. Standard-Torpedobomber von 7267 auf 6333 verringert. Das gleiche auch bei den verbesserten Torpedobombern. Ausgangsgeschwindigkeit von 137 auf 133 Knoten verringert. Midway, Sturzbomber. Maximale TP pro Flugzeuge von 2500 auf 2250 verringert. Sturzbombergenauigkeit von 50% auf 35% verringert. Bombenschaden von 5000 auf 5000, Quatsch, von 6000 auf 5000 verringert. Brandwahrscheinlichkeit von 35 auf 25% verringert und Ausgangsgeschwindigkeit von 144 auf 140 Knoten verringert. Merkt ihr schon was? Merkt ihr was, was hier eigentlich massiv fehlt? Ne, hier steht nirgends was von Wartungszeiten. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Torpedobomber. Maximale TP pro Flugzeuge von 2900 auf 2600 verringert. Torpedoschadensverringerung. Torpedoschadensverringerung, genau. Torpedoschaden von 7767 auf 6600 verringert. Ausgangsgeschwindigkeit von 144 auf 138 Knoten verringert. Kaga. Sturzbomber. Bombenschaden von 9500 auf 8000 verringert. Torpedobomber, Ausgangsgeschwindigkeit von 146 auf 140 Knoten verringert. Torpedogeschwindigkeit von 50 auf 47 Knoten verringert. Torpedoschaden von 6600 auf 5400 verringert. Shugaku, Standard-Torpedobomber. Ausgangsgeschwindigkeit von 146 auf 140 Knoten verringert. Torpedogeschwindigkeit von 50 auf 47 Knoten verringert. Torpedoschaden von 7567 auf 6100 verringert. Verbesserter Torpedobomber, Ausgangsgeschwindigkeit von 150 auf 145 Knoten verringert. Torpedogeschwindigkeit von 50 auf 47 Knoten verringert. Torpedoschaden von 7567 auf 6100 verringert. Hakuyu, Sturzbomber. Maximal TP pro Flugzeuge von 2250 auf 2170 verringert. Torpedobomber. Maximal TP pro Flugzeug von 2300 auf 2180 verringert. Ausgangsgeschwindigkeit von 160 auf 153 Knoten verringert. Torpedogeschwindigkeit von 50 auf 48 Knoten verringert. Torpedoschaden von 9200 auf 6500 verringert. Also hier geht der Schaden wirklich massiv runter. Also da ist jetzt natürlich, da bleibt die Midway auf jeden Fall der CV auf Stufe legendär. Weil das ist ja ihr Perk, ne, die Torpedobomber, obwohl die Bomben auch sehr guten Schaden gemacht haben, ne, aber das ist schon, also das ist ein ordentlicher Schadensnerf. Graf Zeppelin, Sturzbomber, Ausgangsgeschwindigkeit von 195 auf 175 Knoten verringert, Torpedobomber, Torpedoschaden von 6700 auf 6200 verringert, Ausgangsgeschwindigkeit von 199 auf 175 Knoten verringert. Parseval, Standard Sturzbomben von 4500 auf 3100 verringert, Ausgangsgeschwindigkeit von 157 auf 150 verringert. Verbesserte Sturzbomber
Schaden von 4.750 auf 3.500 verringert. Ausgangsgeschwindigkeit von 165 auf 155 Knoten verringert. Standard-Torpedo haben wir hier 5.133 auf 4.733 verringert. Ausgangsgeschwindigkeit von 140 auf 132 Knoten verringert. Verbesserter Torpedo-Bomber, Torpedoschaden von 5.133 auf 4.733 verringert. Wir werden die Performance der Flugzeugträger auch weiterhin im Auge behalten und gegebenenfalls Anpassungen, um eure Gefechtserlebnisse so unterhaltsam wie möglich zu gestalten. Ja, und unterhaltsam waren sie auf jeden Fall, Wargaming, aber nicht in der positiven Art und Weise. Also, gehen wir jetzt mal drauf ein. Was ich nicht so ganz verstehen kann, warum der Schadensoutput von Graf Zeppelin und Parseval verringert wurden. Ich muss sagen, von dem Schadensoutput her fand ich Parseval und Graf Zeppelin okay. Ne, die Geschwindigkeiten, dass sie jetzt hier die Geschwindigkeiten von den Flugzeugen nerven, finde ich gut, weil die waren einfach völlig übertrieben schnell. Ne, also das hätte ich nicht nachvollziehen können, der Schadensoutput jetzt hier, muss ich ehrlich sagen, hätte ich jetzt nicht gemacht, bin ich ehrlich. Ne? Weil wie gesagt, für mich persönlich gibt es ein ganz anderes Problem. So, Hakuryu. Der Schadensnerf von den Torpedos, der ist heftig, muss man sagen. Ich glaube aber trotzdem, dass es nicht sonderlich viel bringen wird. Also die Yard bei der Hakuryu wird man es merken, bei der Midway wird man es so gut wie gar nicht merken, weil die Flugzeuge bleiben gleich, die Angriffsstrafe bleibt gleich und wir verlieren hier nur 1000 Schaden. Also warum sie bei den Amerikanern immer wieder mit Biegen und Brechen versuchen, ein Auge zuzudrücken, kann ich nicht nachvollziehen. Ne? Also man hat jetzt gerade in diesem Update gemerkt, dass gerade die amerikanischen CVs völlig broken sind und ja, die kommen hier eigentlich auch schon wieder sehr glimpflich davon. Kaga-Schaden, ja, sind auch 1500, ne, ist okay, also ich glaube, das wird man jetzt bei der Kaga jetzt auch nicht sonderlich merken, ne, die Geschwindigkeit, dass sie da gedrosselt wird, okay, das sind aber auch wirklich nur 6 Knoten, also diese 6 Knoten wird man halt auch nicht so heftig merken. Chicago genau das gleiche, wo waren wir hier noch, bei der Lexington, ja die Lexington kommt auch wieder sehr sehr glimpflich davon, die Saipan bekommt sogar einen Buff, was ich in keinster Weise nachvollziehen kann, ne, also wie gesagt, die einzigen, die nach wie vor wirklich total untergehen, die Independence auf T7 ist nach wie vor einfach bescheiden, das muss man ehrlich sagen. So, jetzt kommen wir aber mal zu dem Thema, was ich noch sage, es ist ja schön und gut, dass sie jetzt den Schaden überall so minimal reduzieren, ne, außer bei der Hakuyu, das ist schon eine ordentliche eine Reduzierung, aber ganz ehrlich Freunde, das wird das Kernproblem dieser CVs nicht ändern, weil der Schadensoutput im Großen und Ganzen ist nicht das Hauptproblem von diesen CVs, sondern die unfassbar geringen Wartungszeiten, bis man neue Flugzeuge im Hangar stehen hat. Ich will euch mal so ein kleines Beispiel geben, damit ihr einfach euch das mal optisch vorstellen könnt. Wir nehmen jetzt einfach mal einen Kreuzauflegendär, nehmen wir mal zum Beispiel die Alaska. Ich weiß jetzt nicht, was die Alaska an Schadensoutput hat als Alpha-Schaden. Sagen wir mal, die Alaska hat jetzt 8000 AP Alpha-Schaden. Ich glaube, die hat die nicht sogar ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ist scheißegal. Also die Alaska hat 8000 Alpha-Schaden bei der AP. Ne? Man nimmt jetzt der Alaska die Nachladezeit weg. Bedeutet, die Alaska kann unendlich schießen. Ne? Man wird natürlich sofort merken, ey, die Alaska ist völlig OP. Wargaming denkt sich so, okay, wie können wir das reduzieren, dass sie eben nicht mehr OP ist? Wir gehen den Schaden an. Ne? Wir nehmen jetzt statt 8000, kriegt sie jetzt nur 7000 Schaden. Das wird aber das Kernproblem der Alaska dann nicht ändern, weil die Alaska unendlich schießen kann. Versteht ihr, was ich meine? Ne? Solange wie die Alaska unendlich schießen kann, kann man ihr den Schadensoutput minimieren, wie man möchte. Der Umkehrschluss oder das Endergebnis wird trotzdem sehr hoch sein, weil sie halt unendlich schießen kann. Und das ist das, was Wargaming hier nicht verstehen möchte. Denn die Wartungszeiten sind so minimal bei den CVs, dass die CVs permanent unendlich Flugzeuge haben. Bedeutet, der Schadensoutput ist zwar jetzt reduziert, die CVs können euch aber trotzdem unendlich anfliegen, ohne dass sie irgendwelche Einbußen haben. Ne? Die fliegen mit einer vollen Staffel los und wenn eure Flak die geilste, krankeste Flak auf der Welt ist, ein Angriff kommt auf jeden Fall durch und es juckt den CV einfach nicht, dass ihr die restliche Staffel runterholt, weil im Hangar nämlich schon die nächsten Staffeln komplett wieder zur Verfügung stehen. Die kann euch permanent mit 9 vollen Staffeln anfliegen und dadurch wird dieser Schadensoutput-Verringerung nichts bringen. Weil einfach die Wartungszeiten zu gering sind. Ich hätte das mit dem Schaden erstmal so gelassen. Klingt jetzt doof und ihr denkt vielleicht auch manche von euch, ey Adler, spinnst du denn? Nein,
Wie gesagt, das Hauptproblem sind die Wartungszeiten. Die hätten sie jetzt erstmal anfassen müssen. Sie hätten jetzt die Wartungszeiten hochdrücken müssen, damit die CVs einfach nicht unendlich volle Staffeln haben, sondern dann halt auch einfach wirklich weniger Flugzeuge haben. So, dass die Schiffe, die anderen Schiffe, einfach auch mal kurze Zeit eine Ruhepause bekommen. Ne? Das war ja sonst auch immer so. Ne? Überlegt euch mal oder denkt mal zurück an ein Update davor, ne? Gerade hier so auf 7 oder sowas. Wenn ihr euch einen CV angeflogen habt und ihr hattet eine gute Flak, ne, der hat meistens einen Pre-Drop gemacht, so dass er halt meistens nur mit einer Staffel ankam und hat euch dann angeflogen. So, irgendwann im Laufe des Gefechtes hatte der CV aber deutlich weniger Flugzeuge, ne, und hat dann halt auch überlegt, wen greift der jetzt wirklich an, ne, geht dann wahrscheinlich mit auf ein Schiff, was wirklich sehr wenig Leben noch hat, weil er das dann noch rauskriegen kann. Heißt im Umkehrschluss, dass der CV irgendwann auch mal von euch ablässt. Und das ist hier nicht gegeben, weil die Wartungszeiten so gering sind, dass der CV sich sagt, es ist mir scheißegal, ob du mir meine Flugzeuge runterholst. Es ist mir scheißegal, ob du jetzt hier drei, wie heißt diese Medaille, klaren Himmel hast. Ne? Das ist dem CV egal. Der CV lacht darüber, weil der CV ganz genau weiß, ey, du holst mir meine Flugzeuge runter, die nächsten stehen schon im Hangar. Und das ist die Kernproblematik von diesem ganzen CV-Rework. Die Wartungszeiten sind viel zu gering. Die CVs haben einfach sofort ihre kompletten Flugzeuge wieder da. Und das will Wargaming anscheinend nicht angehen. Und das ist die große Problematik. Sie können die Schadensreduzierung machen, wie sie wollen. Ne? Im Umkehrschluss, auf den 15 Minuten gesehen, wird der CV, wenn der CV euch raushaben will, nach wie vor rausbekommen. Ne? Ob es jetzt eine Minute länger dauert oder jetzt dann drei Minuten länger dauert, wenn sie nochmal den Schaden nerven, das ist scheißegal. Der CV weiß ganz genau, wenn ich dich rauskriegen möchte, kriege ich dich auch raus, weil du einfach keine Chance hast. Wie gesagt, deine Flak kann so gut sein, wie sie will. Es spielt keine Rolle, denn der CV hat unendlich Flugzeuge im Hangar stehen. Und das ist die Kernproblematik, die Wargaming hier nach wie vor überhaupt nicht sieht. Deswegen muss ich persönlich sagen, ich kann mich natürlich irren. Ich hoffe auch, dass ich mich irre, aber im Umkehrschluss bedeutet das einfach, es ist hier ein kleiner Nerf, der im Großen und Ganzen aber an der Situation, die wir momentan haben, nichts ändern wird. So sehe ich das. Wie gesagt, bei der Hakuyo wird man es schon merken, weil das ist schon ein ordentlicher Schadensoutput, aber wie gesagt, auch hier wieder, ne, die Wartungszeiten sind so gering, dann würde er dich statt innerhalb von 2 Minuten dann vielleicht in 5 Minuten versenken. Ne? Fakt ist einfach, er wird dich versenken. Und das ist die nach wie vor die große Problematik, dass die CVs vom Spielstil her einfach viel zu einfach sind. Ne? Man muss überhaupt nichts mehr nachdenken. Früher hat man wirklich sich Gedanken machen müssen, jo, mache ich einen Pre-Drop oder lasse ich sein? Fliege ich dieses Schiff jetzt an oder lasse ich sein? Wie viele Flugzeuge habe ich noch im Hangar? Ne? Ich war gezwungen, auch immer mal durchzuwechseln, ne? Mal Torpedos zu nehmen, mal Bomber zu nehmen, um halt wirklich wieder so ein bisschen drauf zu warten, dass ich wieder neue Flugzeuge bekomme. Das ist mittlerweile alles scheißegal, weil wie gesagt, die Wartungszeiten viel zu gering sind und die CVs mit dem anfliegen können, was sie wollen, also mit diesen stärksten Fliegern von den jeweiligen Nationen, ne, und einen Teppich nach dem anderen werfen. Und das ist die Problematik. Ich hätte hier ganz klar gesagt, hier als allererstes müssen die Wartungszeiten erhöht werden, dass die CVs eben nicht unendlich Flugzeuge in ihrem Hangar stehen haben. Und dann wäre ich Stück für Stück den Schaden runtergegangen. Aber wenn es um meine Meinung gehen würde, wenn jetzt Wargaming sagen würde, Adler, ja, wie hättest du denn das mit den CVs gemacht? Hätte ich klipp und klar gesagt, ich hätte sie so gelassen, wie sie vor dem Update waren und hätte wirklich nur eine Saipan angepasst, weil die einfach OP war. Die legendären CVs, die hätte ich tatsächlich auch gebufft, weil die waren wirklich Schrott. Ne? Es war nicht ohne Grund so, dass man auf legendären so gut wie nie CVs gesehen hat. Ne? Die haben auf jeden Fall einen Buff verdient, auch wenn der jetzt auch wieder völlig übertrieben ist. Das steht aber im anderen Zeichen. Aber vom Grundwerk her hätte ich die CVs so gelassen, wie sie waren. Und sie auch nach wie vor als Aufklärungsklasse im Spiel gelassen. Was ich auf jeden Fall auch hinzugefügt hätte, weil ich das wirklich sehr, sehr gut und fair finde, ist das mit der begrenzten Flugreichweite. Und dadurch, dass die natürlich jetzt auch eine begrenzte Flugreichweite haben, hätte ich das auch mit dem Spotting-System damals so gelassen. Weil es war damals störend oder unfair, dass ein CV dich permanent aufdecken konnte, weil sie halt nicht begrenzt waren. Ne? Sie konnten einfach die ganze Zeit über deinem Schiff kreisen, haben dann noch die Aufklärer dahingestellt, dass du eben offen bleibst. Das können sie ja jetzt nicht mehr, weil der Sprit ist irgendwann rum und die Flugzeuge fliegen automatisch zurück zu dem Hangar. Und deswegen hätte ich das alte Spotting-System so gelassen. Klar wärst du dann mal offen gewesen, ne? Aber du wärst bei Weitem nicht mehr so lange offen gewesen wie damals. Ich hätte das dann vielleicht
als Gegenzug dann auch so gemacht, okay, dass man die Torpedos dann nicht mehr spottet, aber dass man den Schiffspotting, das hätte ich auf jeden Fall gelassen. Es ist in meinen Augen völlig, völlig verwirrend, dass du auf deiner Minikarte das größte Feuer in Anführungszeichen hast, die größte Action, weil da alles aufgedeckt ist, aber du selber siehst halt nichts. Ich finde das persönlich sehr verwirrend und mir gefällt das neue Spotting-System ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ne? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich auch nicht gut gelöst. Also das hätte ich mir auch schöner gelöst. Aber das ist ein anderes Thema. Also, nochmal zusammengefasst, Freunde. Es kommt ein Nerf, was ich gut finde. Aber in meinen Augen ist das ein Nerf. Das ist wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das muss man in aller Ehrlichkeit so sagen. Weil, wie gesagt, das Hauptproblem der CVs ist die geringe Wartungszeit. Dass halt wirklich die ganzen Spieler unendlich oft euch anfliegen können. Ohne, dass sie wirklich Angst haben müssen, dass sie keine Flugzeuge mehr haben. Und das ist die große Problematik. Da hätte Wargaming dran angehen müssen. Und wie gesagt, bei den meisten Schiffen ist es wirklich hier maximal 1000 Schaden, was hier runtergegangen ist, und das wirst du nicht merken. Das wirst du in meinen Augen nicht merken. Klar, wie gesagt, bei der Lexi haben sie noch eine Bombe weggenommen, aber trotzdem, ne, die Lexi, wenn die euch raus haben will, wird sie euch auch jetzt nach wie vor rausnehmen können, weil wie gesagt, sie hat halt einfach den Vorteil, dass sie unendlich Flugzeuge hat. Also Freunde, bedeutet für euch, statt 2 Minuten, wo ihr dann mit eurem Schlachtschiff untergeht, geht ihr dann vielleicht 3 Minuten dann unter. Also es wird in meinen Augen nicht viel ändern und das finde ich sehr schade. Also Wargaming scheint sich auch der Problematik von den CVs gar nicht so bewusst zu sein. Sie haben jetzt gehandelt, weil halt auch einfach der Shitstorm, anders kann man es nicht nennen, also die Wut der Community war grenzenlos. Wenn ihr wirklich auf dem offiziellen Discord euch die Feedbacks anguckt, die kochen. Ne? Also die Feedback-Bereiche, egal welcher Nation, die kochen bis zum geht nicht mehr. Und Wargaming ist hier einfach gezwungen, dass sie halt handeln. Was ich sehr schade finde, ist einfach, dass Wargaming nicht einfach mal den Popo in der Hose hat und dann sagt, ey Leute, wir sitzen dran, wir versuchen das zu ändern. Weil ganz ehrlich, ne, Fehler können passieren, gar keine Frage, Fehler können passieren, kann jeder anderen Spieleentwickler genauso passieren, aber dann erwarte ich auch einfach vom Wargame, dass sie einfach auch mal im Discord schreiben, ey Leute, uns ist das bewusst, wir haben es verkackt, ne? Wir sitzen dran und ändern das. Da kam gar nichts, da kam wirklich gar nichts. Sie hauen dann hier einfach kommentarlos das raus, gehen auch gar nicht auf die Fragen ein, also es gab wirklich viele Fragen an die CMs, sind sie gar nicht drauf eingegangen, haben sie nicht beantwortet und dann hauen sie hier gestern diesen Bericht raus und denken sich so, ja, jetzt könnt ihr ruhig sein, ne? Wir sind stolz auf das, was wir leisten. Nein, also Kommunikation mit der Community sehe ich ganz schwierig an. Also da muss mehr kommen von Wargaming und einfach sagen, yo Leute, uns ist das bewusst. Wir arbeiten dran, um erstmal überhaupt den Leuten zu zeigen, ja, wir haben es realisiert. Wir haben es realisiert, wir arbeiten dran. Und so einfach gar nichts sagen, finde ich persönlich eine sehr, sehr schwache Leistung. Muss ich einfach mal in aller Deutlichkeit sagen. Gut, Freunde, das sollte das Balancing-Thema sein. Schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung unten in die Kommentare. Seid ihr der Meinung, dass dieser Nerf ausreichend ist? Oder sagt ihr auch, nee, Adler, ganz ehrlich, ich glaube, das wird im Großen und Ganzen die Problematiken nicht ändern. Gut, ich würde sagen, ich versuche nächste Woche nochmal zu streamen, dass wir uns die CVs einfach nochmal wirklich intensiv anschauen. Und Montag haue ich euch auf jeden Fall das Hider-Video raus. Das sollte eigentlich heute kommen, aber ich fand das Thema jetzt hier auf jeden Fall doch deutlich wichtiger, weil es natürlich den Spielfluss und den Spielspaß aktuell doch massiv bremst. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele Legends nur das, was ich muss. Und dann packe ich das Spiel einfach momentan gar nicht an. Muss ich ehrlich sagen, das ist einfach... Nee, das ist... Das hat mit Balancing in meinen Augen aktuell überhaupt nichts zu tun. Gut, also wie gesagt, Freunde, ne, schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare und dann sehen wir uns am Montag mit dem Hider-Video wieder. Bis dahin, euer Adler, macht's gut!